was in diesem Video passiert. Uiuiui. Guck, das ist eine Patrone. Krass, Mann. Das ist echt eine Patrone. Ich glaube, ich habe ein Riesengeschoss gefunden. Guckt Zeig euch mal her. Das mal an. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir weiter Magnetfische machen an der Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Also heute Teil 2. Wir haben gerade richtig geile Brötchen gegessen. Das hat sich gut angefühlt. Falls ihr den letzten Teil nicht gesehen habt, da haben wir dieses schöne Stück Gewehr gefunden. Und ja, wir werden jetzt einfach weitermachen. Wir müssen auf jeden Fall gleich noch ein Schild rausholen, was wir letztes Mal noch nicht rausbekommen haben. Und wir müssen dann später noch die Polizei rufen. Bisschen nervig, aber muss leider sein, weil wir haben hier einfach ein Waffenteil gefunden. Falls ihr noch mehr Magnetfischen-Videos sehen wollt, Freunde, lasst einen Daumen hoch da, dann weiß ich Bescheid. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid und sowas nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr sowas auch nicht mehr. Und jetzt würde ich mal sagen, versuchen wir jetzt allererstes erstmal das Schild rauszuholen. Let's go! Hab das Schild am Magneten. Letztes Mal haben wir es nicht geschafft rauszuziehen. Ich versuch's jetzt noch einmal. Falls es nicht klappen sollte, ziehen wir das einfach an den Rand und holen das so raus. Los geht's hier. Das sieht doch ganz gut aus. Das ist aufzudrücken. Uiuiui. Okay, Schild haben wir. Das sieht doch gut aus hier. Fußgängerschild. Machen wir das noch ein bisschen sauber. Fußgängerzone ist das. Hey, krass, einfach ein Schild. Also ich denke mal, irgendwelche Jugendlichen haben das so als Streich abgerissen, dann da reingeschmissen. Boah, gehört sich auf jeden Fall nicht. Aber gut, dass jetzt draußen ist. Krass, hatten wir auch noch nie ein Schild. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich nicht gedacht, dass hier so viel drin sein wird. Oh, Amy schmeißt rein. Jawohl, schöner Wurf, weil da ist ja so eine Kanustelle und ansonsten fahren hier nicht so viele Leute entlang. Also hier ist gar nicht so viel los, aber trotzdem ist hier viel Müll im Fluss. Machen wir weiter, bin mal gespannt, was wir noch so finden werden. Hab was sehr Interessantes am Magneten, das hang sehr fest dran. Schaut euch das mal an hier. Wir haben ein Fahrradschloss. Wer wirft bitte ein Fahrradschloss da rein? Das Teil, das sieht sogar noch richtig gut aus. Es sieht so aus, als wenn das noch nicht so lange da drin ist. Zeig mal. Und es sieht auch so aus, als wenn das jemand nicht mehr aufgekriegt hat. Vielleicht hat jemand Schlüssel verloren, hat es dann gedacht, was soll ich mit dem Ding? Und hat das einfach hier entsorgt. Keine Ehrentat. Also ein Fahrradschloss hatten wir auch noch nie. Echt interessant. Gut, dass jetzt nicht mehr im Fluss liegt. Dann machen wir weiter. Und schon wieder hängt der Magnet an irgendwas dran. Da müssen wir etwas fester ziehen. Ich hoffe, wir können das lösen. Oh, ah, sieht ein bisschen schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Alter, oh. Er hat es jetzt gelöst. Also entweder haben wir es dran. Zeig mal her. Aber, nee, doch, oder? Da doch, hängt was dran. Echt? Ja. Oh, tatsächlich hängt da was dran. Jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Hat eine Schlaufe. Ah, was ist das? Was ist das für ein Teil? Oh, also so eine Feder. Machen wir die erstmal hier ab. Also ich weiß nicht, was man damit genau macht, aber ich glaube, hier macht man ein Seil dran und hier macht man ein Seil dran, dann ist das so ein bisschen lockerer. Keine Ahnung, wie das heißt. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, aber das hang auf jeden Fall so fest in dem Schlamm. Ich hatte eigentlich erwartet, dass ich jetzt nichts am Magnet haben werde. Interessant. Und wieder rein mit dem Kollegen. Boom. Oh, Amy hat hier auch gerade nochmal was rausgeholt. Machen wir es nochmal ganz kurz sauber. Ah, ist einfach nur so eine Eisenstange. Haben wir hier schon mal gefunden. Ja, genau das gleiche Teil wie letztes Mal, so ungefähr. Ey, vielleicht ist das ein Teil vom Gepäckträger, vielleicht liegt da noch ein Fahrrad drin. Wir werden sehen, was wir hier noch finden. Boah, Schatz, ey. Du hast ja richtig ausgeholt. Magnet hat sich wieder an irgendwas gehaftet. Ich muss da schon ein bisschen stärker ziehen. Boah, nein. Entweder habe ich's oder er hat sich gelöst. Ich weiß es nicht. Sieht man was? Du hast es dran. Oh, ich habe echt was dran. Das ist so komisch. Die Dinger, die sind so fest im Schlamm drin. Man muss die erstmal lösen und so fest ziehen. Ich habe dann immer so das Gefühl, das muss was Größeres sein. Aber dann sind das doch so kleine Teile. Und schaut es euch an. Das ist echt nur so ein Mini-Teil. Ich weiß nicht, von was das ist. Ich muss erst abbekommen. Aber nur so ein kleines Stückchen Blech hier. Und schnell rein mit. Ich habe wieder einen Fisch dran. Zeig mal her, Schatz. Ja, mal schauen, was das ist. Dein Fischi-Fisch. Sieht aus wie ein Pistole. Sieht aus wie so ein bisschen wie so eine Pistole, ne? Ah, nee. Ist eine Eisenstange. Oder Kabel, ein dickes Kabel. Ich weiß nicht, ey. Joa. Oh,
Ich habe das ziemlich erwartungslos hochgezogen, aber schaut an, das ist eine Patrone. Krass, Mann. Das ist echt eine Patrone. Schauen wir uns die mal etwas genauer an. Ich werde die gleich nochmal ein bisschen sauber machen. Ich glaube, das ist nur ein Geschoss. Aber wir werden gleich mal sehen. Was hast du da noch dran? Das kann so gar nicht erkennen. Das muss man auch ein bisschen sauber machen. Ach, das ist nicht definierbar, ne? Das sieht aus wie eine Patrone. Hier vorne die Spitze und hier hinten ist auch rund, siehst du? Okay, gut. Machen wir mal kurz sauber mit der Drahtbürste, ganz vorsichtig. Hab das jetzt mal sauber geschrubbt. Vielleicht kann man jetzt ein bisschen besser erkennen, was das für ein Geschoss gewesen sein soll, falls es überhaupt ein Geschoss gewesen sein soll. Ich weiß es nicht, hat hier vorne aber auf jeden Fall auch so eine Art Kappe drauf. Und voll witzig. Das eine war auch so ein Geschoss. Zwei Stück auf einmal. Echt interessant. Zum Glück haben wir noch nicht die Polizei gerufen, denn die kann das dann gleich mitnehmen. Hier ist so hohl. Also falls jemand von euch weiß, was das für Geschosse sind oder falls das überhaupt Geschosse sind, ab in die Kommentare damit. Aber echt interessanter Fund. Richtig gut gemacht, Schatz. Dankeschön. Ich werfe jetzt auch mal da rein. Scheint ja ganz schön rentabel zu sein. So, jetzt gehe ich hier mal entlang. Ja, die haben wir hier direkt an der Brücke gefunden. Und war auch ziemlich fest im Schlamm drin, ne? Ja, ich musste ganz schön ziehen. Schon ganz schön alt wahrscheinlich. Ey, Aimi, gerade eben so kleine Stange da dran. Ich habe schon gedacht, so uninteressant, muss man ja zeigen. Und jetzt? Ja, schaut euch das mal an. Das sieht so aus, als wenn das wieder so zwei Geschosse sind. Komm, die legen wir auf die Seite. Ich mache die nachher dann nochmal sauber. Können wir uns nochmal genauer anschauen. Aber es sieht genauso aus. Genauso sehen die aus wie die anderen. Echt interessant. Vielleicht sind da noch mehr da unten drin hier. Die stecken so tief da drinnen. Oh je. Hab wieder so ein langes, großes Rohr. Und da ist sogar noch was am Magneten. Zwei Sachen gleich. Wo kommen die ganzen Rohre her, ey? Vor allem, was sind das für Rohre? Würde mich echt interessieren. Ja, wieder so ein großes, langes Rohr. Und dann kleine Eisenstange. Ey. Bald kann ich mir eine neue Wasserleitung ins Haus bauen, ey. So, meine Patronensammlung wächst langsam. Schaut mal an. Ja, sieht wieder so aus, als wenn das so ein Geschoss wäre. Werden wir nachher sauber machen mit den anderen zusammen. Lege ich zu den anderen erstmal. Ich glaube, ich habe ein Riesengeschoss gefunden. Guckt Zeig euch mal her. Das mal an. Alter, was ist das für ein Apparat, ey? Also klar muss man auch ein bisschen säubern, aber sieht man schon. Sieht echt aus wie ein Riesengeschoss, aber hier ist das so komisch flach. Ich weiß nicht. Wir werden das nachher mit den anderen mal ein bisschen sauber machen. Echt interessant. Die liegen alle so an einer Stelle. Man bleibt jedes Mal mit einem Magneten dran hängen, wenn man da vorbeikommt. Und muss das Ganze so ein bisschen lockern. Man braucht da so ein bisschen Gefühl für. Aber wenn man ein paar Mal versucht, das zu lockern, irgendwann wird das einfach locker und man kann das rausziehen. Mal schauen, was noch so alles da drin verbirgt. Das ist hier ein richtiges Waffenlager. Guck mal, ich habe hier noch eine Babypatrone gefunden. Die ist ja süß. Hier hinten steht auch was drauf. Kannst du es lesen? Oh, kann ich nicht erkennen. Aber werden wir nachher auch sauber machen. Hier ist echt ein ganzes Lager, wie es aussieht. Puh. So. Sieht wieder aus wie eine Patrone, aber mal genauer schauen. Oh ja, Patronenfischen geht weiter. Das ist auf jeden Fall echt wieder so ein Teil. Und das andere auch. Ah, ziemlich verdreckt, ey. Ziemlich verdreckt. Machen wir alles gleich sauber. Das könnte eine sein. Muss man mal. Super. Boah, ich muss sagen, ich bin schon ganz schön kaputt. Ganz Tag Magnetfischen. Ist anstrengend. Wir haben die Teile jetzt mal sauber gemacht und ich glaube, das sind gar keine Patronen, gar keine Hülsen oder Munitionsteile oder sowas. Auf den ersten Blick sieht es wirklich so aus, aber die Dinger sind so billig verarbeitet und immer innen drin hohl. Und hier dieses Riesenteil haben wir uns auch genauer angeschaut, ne? Das hier ist auch schon ein bisschen kaputt gegangen und hier drauf steht Messpunkt. Also ich weiß nicht, was das für Teile sind. Falls es jemand von euch weiß, schreibt mir das mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Ansonsten rufen wir jetzt erstmal die Polizei an. Das Gewehr muss definitiv abgeholt werden und dann berichte ich euch nochmal. Hab die Polizei angerufen, die haben gesagt, es ist nicht so viel Personal da. Der hat mir gesagt, ich soll das mal selbst vorbeibringen, wenn ich Zeit habe. Und das werden wir auch tun. Ich bin schon da. Ich bin mal gespannt, was er sagen wird. Gerade zu den Teilen, die aussehen wie Munitionsteile. Okay, wir haben das Ganze jetzt abgegeben. Diese ganzen Teile, wo ich dachte, es wären zuerst Patronen und dann doch nicht Patronen. Das wird jetzt nichts sein. Ich weiß nicht genau, was das ist. Vielleicht weiß es der eine oder andere von euch. Ansonsten, das Gewehr ist wahrscheinlich ein Karabiner, KK98 oder sowas in der Art. Habe ich auch schon mal in dem einen oder anderen Shooter-Game gesehen. Echt interessant. Waren heute definitiv wieder interessante Funde dabei. War der netteste Polizist, dem ich jemals in meinem Leben begegnet bin. Ja, das war's für heute. Ich habe mega Hunger. Erst mal was essen. Wir sehen uns die Tage wieder. Ich habe euch lieb, euer Johnny Hunt. Peace.